So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Dienstag, den 26. Oktober 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und natürlich die jüngsten Entwicklungen rund um die Tesla-Aktie werfen, oder beziehungsweise einen Blick auf die Tesla-Aktie werfen. Über 1000 Dollar gelaufen, eine Billion US-Dollar Marktkapitalisierung, die dort jetzt überschritten worden ist. Elon Musk bei weitem der reichste Mann der Welt. Ich glaube, der hat jetzt ein Privatvermögen, ausgehend von seiner Position in Tesla. Das kombiniert, glaube ich, Bill Gates und Warren Buffett überflügelt, glaube ich, in Kombination. Nicht, dass das irgendwie eine Rolle spielen würde, aber so als kleine Spielerei, sicherlich für den einen oder anderen dann auch nicht finanzmarktaffin, zumindest bis jetzt jedenfalls, eventuell von Interesse. Und ja, wie gesagt, wir werden einen Blick auf Tesla werfen, auf die jüngsten Kursentwicklungen, und ich werde auch zeigen, warum dieser Bruch höher nicht unbedingt damit korrespondieren muss, eine scharfe Korrekturbewegung nach sich zu ziehen. Nicht, dass ich das mir nicht wünschen würde, ehrlich gesagt. Dieser bullischen Ausblick, den wir jetzt zu sehen bekommen, den hatte ich ja durchaus schon seit geraumer Zeit eigentlich skizziert gehabt. Wobei ich allerdings nach den Earnings letzte Woche am Mittwoch nachbörslich, am 20. vergangene Woche sind die veröffentlicht worden, ja eigentlich einen kurzen Pop auf neue Allzeithochs, knapp über den 900, und dann Pull-in mir gewünscht hätte, 77, 87. Ja, und jetzt geht es eben, ja, jetzt geht es in Richtung Chasing bzw. FOMO, also Fear of Missing Out, Angst, etwas zu verpassen, die wahrscheinlich für diesen massiven Kursanstieg die nach sich ziehen. Gestern gab es eine News, die über den Ticker lief, die wir auch gleich mal abblenden wollen, die vielleicht dann auch richtungsweisend für die Zukunft sein könnte. Neben Tesla natürlich werfen wir einen Blick auf die Facebook-Earnings in diesem in der Quartalsberichtssaison, die dort gestern tatsächlich diesen Pop nach sich gezogen haben, nachdem es ja diesen kleinen, nennen wir ihn mal Snapchat-Ausverkauf gab. Da werfen wir einen Blick drauf. DAX hat jetzt die 15.700er-Marke zurückerobert, das hat der eine oder andere eventuell auch gesehen. Oh, und wir werden nochmal kurz einen Blick natürlich in den Earnings-Kalender werfen, was da jetzt ansteht, zeitnah, welche News dort eben zum Thema sind, die wir schon mal vorwegnehmen sollten, beziehungsweise ausgehend, wovon wir uns dann eine Idee schon formulieren können, was eben für die kommenden Tage, morgen ganz besonders, dann eventuell heiß sein wird. Bevor wir starten, ganz offiziell einmal hier der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die mit dem Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren, werden auf Margin gehandelt, sind nicht für jeden Anleger geeignet. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil mache man sich zunächst mit diesem Risikoprofil erstmal vertraut, entscheidet dann, ob der Handel mit diesen Produkten sich für einen eignet, lade sich dann eine Demo herunter und beginne dann risikofrei eben entsprechend mit dem Handel. Wenn man darüber hinausgehend dann für sich entscheidet, dass der Handel sich für einen eignet, dann ist der Weg zum Live-Konto sicherlich auch nicht allzu weit. Markets.com/de, kompletter Risikohinweis, dort auch alle Informationen rund um die über CFDs und FX-Produkte hinausgehende Produktpalette, die bei Markets eben angeboten wird. Das beinhaltet auch physische Aktien und ETFs. Und gerne darüber hinausgehend jede weitere Frage, die noch aufkommen sollte, per E-Mail an Elena beispielsweise schicken. Mich gerne kontaktieren, wenn es Fragen gibt rund um die Märkte, Einschätzungen zu verschiedenen Handelsprodukten bzw. Märkten, Asset-Klassen, Aktien und so weiter. Also gerne in der Chatbox unterhalb dieses Videos oder aber mich per E-Mail kontaktieren, jklatt@jk-trading.com, oder über meine Webseite jk-trading.com/forum in der Trading-Chatbox oder über Twitter. Also es gibt diverse Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Gerne diese Möglichkeiten nutzen. Hier einmal der Blick in die Markets X Handelsplattform. Und was ich jetzt schon bereits zu Beginn machen möchte, ist, ich stelle einmal den Link ein hier zur Markets X Plattform, wo man sich eine Demo runterladen kann. Der Grund, warum ich das jetzt einstelle, ist, weil wir gleich in den Folgeminuten, besonders beim Blick auf Tesla, zurückgreifen wollen auf etwas, was ich gestern schon eingespielt hatte, nämlich dieses Analysten Factsheet, so nenne ich das jetzt mal, welches wir dort beleuchten wollen und welches dort eine Idee gibt, wo wir aktuell in Bezug auf eben die Erwartungshaltung ausgehend von den Kurszielen der diversen Analysten sind. Die liegt tatsächlich deutlich unterhalb des aktuellen Kursniveaus, fast 50% runter, was wiederum Überlegungen dahingehend anstoßen könnte, dass es dann früher oder später Upgrades gibt. Morgan Stanley gestern schon mit dem ersten Upgrade. Das war tatsächlich im ersten Moment der Hauptgrund für, oder meine Interpretation, wo dieser Push in Tesla auf eben neue Allzeithochs eben in der Vorbörse bereits kam. Allerdings hat sich dann herauskristallisiert, dass da noch eine andere News eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat. Dazu aber gleich dann in den Folgeminuten mehr. Ganz kurz einmal hier der Blick auf den DAX. Ganz kurz deswegen, weil sich das Bild nicht groß verändert hat. Also wirklich viel Neues können wir in dem Zusammenhang hier nicht zum Thema machen. DAX handelt weiter innerhalb seines Aufwärtstrendkanals. So,
hat jetzt die 15.700er Marke überwinden können. Das ist diese am rot gestrichelte Linie, die ich hier eingezeichnet habe. Und ja, potenziell nächstes Kursziel 15.8, beziehungsweise für die optimistischeren Trader, beziehungsweise die aggressivere Kursziele, also weiter entfernte Kursziele eben zum Thema machen. Obere Aufwärtstrendkammerbegrenzung, die läuft dann schon im Bereich um 15.900 Punkte. Also weiter ganz klare Bullishness, die ausmachbar ist. Gesunde Aufwärtsstruktur, die sich hier herauskristallisiert und potenziell auch Aufholpotenzial im Bezug auf den DAX. Ausgehend nämlich vom Umstand, dass der S&P zeitgleich eben schon bereits auf neue Allzeithochs vorgestoßen ist. Guck mal ganz kurz hier einmal. Sehr schön. Also hier wird alles gut gestreamt. Hier auch nochmal kurz einen Blick drauf geworfen. Fein. Okay. Ja, also das im Hinblick, wie gesagt, auf den Ausblick übergeordnet. Intraday sind wir aus der Open Range auf der Oberseite ausgebrochen. Wir haben offensichtlich den 50er EMA hier verteidigen können auf 5-Minuten-Basis. Das ist für mich Intraday ein ganz klares Signal, die Long-Seite zu favorisieren. Sieht natürlich jetzt ein wenig überdehnt aus auf der Oberseite. Das bedeutet also etwas anders formuliert. Ich würde vielleicht jetzt eher in der näheren Zukunft, in den näheren nächsten Stunden vielleicht, eher von einer Konsolidierung auf hohem Niveau ausgehen oder vielleicht nochmal ein Retest der 15.700er Region. Ehrlich gesprochen würde ich tatsächlich derzeit favorisieren, dass wir eher auf hohem Niveau konsolidieren und dass sich der EMA eben anschmiegt, wieder früher oder später an den Kursverlauf und dass dann eben vielleicht durch die US-Märkte heute Nachmittag getragen ein Ausbruch auf neue Allzeithochs eben, Allzeithochs sage ich schon, Verzeihung, nicht Allzeithochs, ein Ausbruch über 15.800 Punkte erst einmal dann ansteht und dann hier eben weiteres bullisches Momentum eben initiiert wird, was dann der Wegbereiter ist für die kommenden Tage, vielleicht auch die kommenden Stunden, die 15.900er Region erstmal in den Mittelpunkt des Geschehens zu rücken. Wenn das jetzt in einem Zug natürlich geschehen würde, würde man auch erkennen auf der Stunde, dass der Modus dann relativ stark überdehnt wäre, was wiederum die Wahrscheinlichkeit dann eines zumindestens Konsolidierens. Ja, Konsolidierens, nicht unbedingt ein Abprall auf diesen Niveaus eben nach sich zieht. Also das heißt, dass wir in diesen Gefilden eben halten und dass dann früher oder später eben das nächste Leg Up sich anschließt, welches uns dann in Richtung Allzeithochs 16.000 und höher führt. Und ja, der Optimismus, den ich hier für den DAX skizziere, resultiert an erster Stelle natürlich von den US-Märkten, die weiterhin jenseits von Gut und Böse laufen und die in diesem Zusammenhang auch weiteres bullisches Potenzial haben, im Falle des S&P vielleicht gar nicht so unrealistisch in den kommenden Monaten in Richtung der 5000er Region. Also ganz klar weitere bullische Vorgaben. Wir haben diese Niveaus hier um 4550 Punkte ganz besonders, also ehemalige Allzeithochs, haben wir halten können. Können uns dann gestern eben nicht nur oberhalb dieser Niveaus halten, sondern wie wir dann auch sehen können, nehmen, Moment. Hier, das ist ein anderer Tag. Nach einem kurzen Flush zur Eröffnung 15:30 Uhr, bullisches Momentum auf, am Schließen im Bereich der Tageshochs, eröffnen nach einer kurzen Handelsunterbrechung hier, naja, wirklich ganz kurze Handelsunterbrechung, das waren 15 Minuten, oberhalb eben der Hochs, also das heißt nachbörslich sind in den ersten 15 Handelsminuten post dann auch der Earnings von Facebook, die dann verhältnismäßig solide veröffentlicht worden sind, wo dann noch ein Buyback kommuniziert wurde. Ich muss allerdings ehrlich gestehen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es war viel Negatives vielleicht auch durch Snapchat eingepreist, was dann wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es sich hier eine technische Reaktion, ja, so will ich es mal formulieren, gehandelt hat. Also wie auch immer geartet, auf jeden Fall hat das sich potenziell auf den breiten Markt ausgewirkt, offensichtlich jedenfalls, so würde ich es jedenfalls interpretieren, und hat dann dazu geführt, dass wir in den Folgestunden auch dann während des asiatischen Handels eben auf neue Hochs vorgestoßen sind, die wir, so zeichnet sich das derzeit ab, eben durch die positiven Vorgaben vom europäischen Markt derzeit auch halten können. Bedeutet etwas konkreter gesprochen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier mit einem Gap-Up im S&P 500 ETF, im Spider, SPY, eröffnen, ist verhältnismäßig hoch. Und nicht nur, dass diese Wahrscheinlichkeit verhältnismäßig hoch ist, sondern wir haben ergänzend hierzu eben dann auch eine Orientierung, was wir an Hypothese darauf basierend eben formulieren können. Sprich, wenn es jetzt gelingen sollte, diese Hochs zu halten, dann wäre es einfach mal schlichtweg so, dass das ein Zeichen von klarer Stärke wäre und die Wahrscheinlichkeit weiterer Aufschläge eben definitiv begünstigen würde. Und ja, also infolgedessen eben dieses Gap dann als Orientierung für die folgenden Tage und die Erwartung für die folgenden Tage eben fungiert. Mir fällt gerade etwas ein.
Wo ich allerdings mal kurz schauen muss, dass ich, ob ich die Grafik dazu finde. Denn die Frage, die vielleicht bei dem einen oder anderen aufkommt, ist ja, wie weit kann denn diese Party noch gehen? Das ist ja teilweise wirklich fast schon absurd, möchte man sagen. Was wir hier derzeit zu sehen bekommen. Mal kurz gucken. Da. Bin auch heute früh über eine unglaublich beeindruckende Grafik gestolpert. Wenn jetzt die Frage aufkommt, stehen wir nicht eventuell vor einem Crash oder ist es nicht eventuell so, dass wir in irgendeiner Form vielleicht hier zeitnah eine massive Korrektur zu sehen bekommen? Das Umfeld damals war natürlich ein ganz anderes, aber nur um das mal einzuordnen, 1999, 2000, also damals Dotcom, der große Boom, der dann dort eben tatsächlich stattgefunden hat. Wir haben damals eine ähnliche Struktur gesehen wie auch diesmal, sicherlich durch ein anderes Umfeld begünstigt. Also das war größtenteils oder ist aktuell größtenteils sicherlich getragen durch geldpolitischen Stimulus und dergleichen. Aber wir sollten dennoch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass der Markt in der Vergangenheit schon ähnliche Konstellationen uns gezeigt hat und dass diese Konstellation den einen oder anderen fast auch schon auf dem falschen Fuß erwischt hat. Also dass dann sich sicherlich eine tiefe Korrektur sicherlich abgezeichnet hat, aber nichtsdestotrotz dieser teilweise irrational anmutende Modus länger anhalten kann, als der ein oder andere das eventuell erwartet. Also da steht jetzt nicht drauf, was das ist, aber das ist der Nasdaq 100. Also hier NDX, 99, 2000 und 20 und 21 eben. Bedeutet also etwas anders. Eventuell stehen wir hier vor dem Beginn, wenn sich dieses Muster wiederholt, vor dem Beginn eines ähnlich absurden Laufes, den wir dann hier über das Jahr 2000 eben gesehen haben. Also, beziehungsweise, man muss sagen, eigentlich nur innerhalb von wenigen Monaten zu sehen bekommen haben. Ne? Wir haben damals hier diesen Ausbruch aus diesem damals schon sehr, sehr steilen Aufwärtstrendkanal. Und ich weiß gar nicht, muss man ganz kurz gucken. Wo waren wir? Wir hatten schon zu dem Zeitpunkt hier damals, also 1999, hatten wir eine Überbewertung im Markt an dieser Stelle, oder Überbewertung, ja, überbewertet, beziehungsweise waren schon bewertet mit einem Price-Earnings-Ratio von 100. Also das heißt, dass man im Grunde genommen hier ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, ein KGV von 100 im Tech-Bereich eben gehabt hat und ausgehend hiervon historisch betrachtet eigentlich hätte davon ausgehen sollen, dass das überbewertete Niveaus sind, die eine schärfere Korrekturbewegung begünstigen. Und was man dann halt gesehen hat ab Oktober war, dass wir eben hier innerhalb der nächsten 6 Monate, bis es dann zum Top-Out im März damals kam, also März 2020, wo beispielsweise auch der DAX oben dann seine Allzeithochs markiert hat, dass wir eben nochmal eine Verdoppelung der Preise damals zu sehen bekommen haben. Nicht, dass wir das jetzt auch erwarten sollten, also nicht, dass das jetzt irgendwie fehlinterpretiert wird, aber die damalige Manie, die stattgefunden hat, also es gibt Anzeichen, die darauf hindeuten, dass man durchaus Parallelen ziehen könnte zu dem, was damals stattgefunden hat. Wenn man sich beispielsweise den Run derzeit in Tesla anschaut, wobei ich das noch, wie gesagt, fast schon fundamental rechtfertigen könnte, aber auch in anderen Bereichen, zum Beispiel, wie heißt diese neue Coin? Shiba Coin oder irgendwie sowas? Shiba Inu Coin? Ich weiß gar nicht, was das ist. Also das Ding heißt einfach Sheep. Ich kann das mal ganz kurz hier reinholen. Ich glaube, bei Markets, da wird es schwer werden, weil das einfach ein unglaublich illiquider und unfassbar illiquides etwas ist. Mal gucken, ganz kurz hier Sheep. Calculated by TradingView. Ja, machen wir das mal so. Jetzt muss ich allerdings ganz kurz sagen, ich habe ehrlich gesprochen noch nicht mal eine Ahnung, was das genau für eine. Ja, albern. Okay. Also, lass mal gut sein. Es ist Quatsch, da sich jetzt en Detail mit auseinanderzusetzen. Soweit wollen wir es nicht hier, soweit wollen wir es nicht treiben, aber dieser Shiba Inu Coin, der ist am Wochenende auch bei mir so ein bisschen in die Headline reingelaufen, weil es da dann so die Spekulation gab, dass da in irgendeiner Form vielleicht das mit die Korrekturbewegung im Bitcoin übers Wochenende begünstigt hat, dass es da Kapitalumschichtungen gab in dieses Produkt. Ja, also ich weiß auch nicht mal ganz genau, was man da zu sagen soll. Der Shiba Token Decentralized Cryptocurrency, okay, ist kreiert worden im August 2020. Ich würde mal sagen, rein spekulatives Produkt. Erinnert ausgehend von dem Hund hier sehr, sehr stark sicherlich an Dogecoin.
Lange Rede, kurzer Sinn, rein spekulatives Produkt. Also rein spekulativ, reine Zockerei an dieser Stelle, die da potenziell befeuert wird. Und kommen wir nochmal ganz kurz hier zurück. Also diese Entwicklung, die wir da zu sehen bekommen, also diesen Exzess teilweise an der einen oder anderen Stelle, das ist etwas, was man hier eventuell nicht unterschätzen sollte und was deutlich auch so manische Züge annimmt, wie wir sie damals zu sehen bekommen haben. Auch wenn wir hier aus auf den Tech-Bereich sicherlich blicken. Aber nochmal, man sollte das so ein bisschen im Hinterkopf behalten, bei aller gerechtfertigten Skepsis, diese Entwicklung, die wir hier gerade zu sehen bekommen, begünstigen eventuell einen ähnlichen Kursverlauf, wie wir ihn damals gesehen haben. Also die Parallelen sind erkennbar. Es ist nicht, dass sich Geschichte wiederholt, aber sie reimt sich zumindest. Ich glaube, so kann man es dann schon mal festhalten. Und in dieser Konstellation sollte man das so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also auch wenn man eben eine Reduktion seiner Equity Exposure eben vielleicht auch in Growth-Titeln, also in Wachstumstiteln eben vielleicht anstrebt. Und das tut infolge der Erwartungshaltung, dass es da früher oder später zu einem Knall kommen kann, das absolut gerechtfertigt ist, diesen Gedanken zu haben, ist es dennoch so, dass man im Hinterkopf behalten sollte, da gibt es eventuell nochmal einen massiven Schub auf der Oberseite, den auch damals kaum jemand erwartet hat. Selbst von den verhältnismäßig, nennen wir jetzt mal, fortgeschrittenen Tradern, die einfach dann angefangen haben, ihre Exposure eben entsprechend damals schon hier zu diesen KGV-Verhältnissen um 100 eben damals im Nasdaq entsprechend zu reduzieren. Das einfach mal, das ist mir heute Morgen in die Timeline gelaufen, das wollte ich an der Stelle einfach mal einspielen, einfach um auch zu zeigen, wo zum Beispiel jetzt, naja, ich will es jetzt nicht übertreiben, also mein Optimismus herkommt, beziehungsweise warum ich aktuell mich nicht wirklich schwer damit tue, bullische Szenarien zu skizzieren, auch weiter für den DAX und eher dann für den DAX weitere Aufschläge zu erwarten, beziehungsweise dann auch im Hinblick auf den S&P zum Beispiel, trotz dieses hier wieder sehr, sehr steilen Verlaufes jetzt in der Vergangenheit, man schaue einfach nur mal, wir haben jetzt im Grunde genommen seit nunmehr fast 2 Wochen kontinuierlich grüne Kerzen gesehen. Also wir haben keinen Tag hier im Mini-S&P, also gut, das ist der Referenzmarkt hier zum CFD, aber haben wir nicht einen negativen Close zu sehen bekommen. Und zeitgleich die Volatilität, die in Anführungsstrichen kollabiert ist, also die Nervosität, die kontinuierlich abnimmt und das trotz des Umstandes, dass Taper-Spekulationen hochgehalten werden, die Zinsen 10-jähriger US-Schuldtitel deutlich zurück über 1,6% gelaufen sind, wie auf die höchsten Zinsniveaus seit Mai, Juni vorgestoßen sind, was eigentlich in diesem stark überhebelten, überdehnten Marktumfeld ja potenziell für eine Korrekturbewegung sprechen dürfte, würde eigentlich, haben das komplett ausblenden können. Wir sehen jetzt eine Earnings Season, die offensichtlich auch die Erwartungshaltung erfüllt. Nochmal in dem Zusammenhang gucken wir mal dann auf hier beispielsweise Facebook gestern. Zahlen wie erwartet, besonders Earnings per Share über der Erwartung gelegen. Alles in allem eigentlich mixed, beziehungsweise wie ich hier schreibe, in line. Das heißt also wie erwartet. Aber Ankündigung, das war dann so ein bisschen vielleicht der Treiber, 50 Milliarden US-Dollar umfassender Aktienrückkauf, der da in Aussicht gestellt worden ist, der autorisiert wurde seitens des Unternehmens, beziehungsweise auch dann wahrscheinlich der Regulierungsbehörde. Das ist dann durchaus etwas, was dann auch nachbörslich eben hier eine Gegenbewegung initiiert, besonders nach den Abschlägen, die wir eben letzte Woche auf die Snap-Earnings am Donnerstag nachbörslich zu sehen bekommen haben. Das ist natürlich nur Facebook in Anführungsstrichen, aber da kommen halt noch ein paar andere potenzielle Tech-Giganten, Fangman-Kartell, heute Microsoft Alphabet, also Google an der Stelle nachbörslich. Dann haben wir hier Amazon Apple am Donnerstag nachbörslich, die noch Zahlen vorlegen. Und ausgehend von den jetzt veröffentlichten Zahlen, jüngst veröffentlichten Zahlen, ist das eben durchaus ein Umfeld, welches auch weitere Aufschläge begünstigt, sollten diese Zahlen eben die Erwartungshaltung des Marktes erwartet übertreffen und dann auch eben demnach dann ausgehend von der starken Marktkapitalisierung weiter bullisches Momentum eben initiieren, Geld vielleicht von den Seitenlinien eben tatsächlich dann in den Markt ziehen, welches dann weitere Aufschläge nach sich zieht. Also, das im Hinblick auf die Indizes, auf den Equity-Index-Bereich, was mich auch für den DAX eben positiv werden lässt, wo ich dann eben jetzt als übergeordnetes Ziel nach der Rückeroberung der 15.7 die 15.8 sehe, beziehungsweise darüber dann die 16.000er-Region durchaus als realistisch anzuvisierendes Kursziel auf dem Schirm habe. Wir fangen zunächst an mit Facebook und blicken dann auf Tesla, damit wir diesen Gedanken noch kurz zu Ende bringen. Tesla ist nochmal so ein bisschen
andere Geschichte, in Anführungsstrichen, nach den Earnings vergangene Woche, aber eben ausgehend, obwohl marktkapitalisierungstechnisch sind die natürlich jetzt auch schon in den Club der Billionen US-Dollar-Unternehmen aufgestiegen. Aber zu Facebook blicken wir mal ganz kurz, weil wir im Hinblick auf Facebook vielleicht dann auch für heute ein potenzielles Play eben in der Lage sind zu formulieren. Hängt natürlich davon ab, wie in der Vorbörse sich der Handel darstellt. Aktuell natürlich sehr, sehr dünn. Ich will das mal ganz kurz hier vielleicht zeigen. Shiba können wir rausnehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir Benzinga nehmen sollen. Ich gucke mal ganz kurz, ob das überhaupt ausreicht. Könnte mir aber vorstellen, dass das gar nicht ausreicht. Dann müssen wir nämlich was anderes machen. So. Können wir das zumachen? Bitte. Ja, ich möchte aber nichts unterschreiben. Leute, ich wollte doch nur auf die Website. Pre-Market. I have an account. Okay. I don't have an account. I have an account. Okay. Äußerst bedauerlich. Ach so, jetzt verstehe ich, um was es hier geht. Adblocker abschalten. Okay, in Ordnung. Alles klar. Jetzt verstehe ich. Gut. So. Also, Aufschläge, gucken wir mal ganz kurz. Vorbörslich, nee, da können wir noch nichts erkennen. Gut, dann machen wir das anders. So, dann gucken wir mal ganz kurz hier. Das ist jetzt die Vorbörse. Ganz dünn, aber nichtsdestotrotz, was wir hier schon erkennen können, das sind jetzt die Leaders, also Pre-Market-Screener von MarketWatch. Den Link stelle ich unterhalb des Videos ein, beziehungsweise ich stelle ihn auch jetzt mal ganz kurz hier in die Chatbox ein. Einen Moment. PMKT-Screener. So, und da kann man schon sehen, Facebook aktuell 41.000 Stücke gehandelt, rund 42.000, deswegen brisant natürlich, weil die Aktie so in der Vorbörse nach meinem Kriterium mindestens 1,6 Millionen Stücke handeln müsste, damit sie erstmal in den heißen Bereich läuft. Also sie läuft deswegen alleine schon in den heißen Bereich, weil es ein Big Player ist, der gestern Earnings gebracht hat. Also sehen wir jetzt schon bereits, ab 14 Uhr wird da nochmal deutlich sich das Volumen tatsächlich erhöhen. Wir haben auch eine interessante Kursregion ja auch aus rein technischer Perspektive angelaufen, übergeordnete Aufwärtstrendlinie, die konnte man im Bereich um 3,20 ja durchaus ausmachen. Wir haben ein recht scharfes Gap Down gesehen, das war am Freitag eben, infolge der Snap Earnings, erinnern wir uns dran, Advertisement, da wurde eben diese Privacy Function von Apple zum Thema gemacht, seitens Snap, das dann für Abschläge von größer 25% gesorgt hatte und was eben dann auch andere in diesem Bereich tätige Unternehmen unter Druck gebracht hat, Facebook, Google, beispielsweise aber auch Twitter. Und jetzt haben wir dann eben, ich hatte gestern schon gesagt, es gibt irgendwie Anzeichen über den Handelsverlauf am Freitag ganz besonders, die darauf hindeuten, dass da vielleicht sich jemand in Antizipation solider, guter Earnings vielleicht sogar, einer positiven Überraschung positioniert hat. Und so wie es ausschaut, ist das tatsächlich dann sogar der Fall gewesen, weil Closing Price am Freitag, der lag um 320, 325 Dollar, so Pi mal Daumen. Und in der Nachbörse kann man hier erkennen, sind wir in der Zwischenzeit auf über 340 nach oben gelaufen. Also hier eine Ausweitung des Spreads natürlich, illiquide, das sind als die Earnings veröffentlicht worden sind. Dieser Spike, da muss man die Frage stellen, ob da wirklich ein Kurs stattgefunden hat zu diesem Niveau. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass wir deutlich oberhalb des Schlusskurses hier von Freitag, und da hatten wir das ja zum Thema gemacht, das anziehende Volumen, potenziell dieser Time-Weighted Average Price, dieser Algorithmus, der da eine Rolle gespielt haben könnte, dieser TWAP-Gedanke. Und wir sehen dann eben entsprechend, dass es hier kurzfristig zu einem Spike in Richtung 3,45 gereicht hat. Wir sind dann zwar abverkauft worden, aber wir halten uns deutlich überhalb des Schlusskurses von Freitag nicht nur, sondern auch von gestern, oberhalb von ungefähr 3,29, 3,30 hier. Derzeit mit Aufschlägen, man kann es ja hier dann auch sehen, von derzeit rund, wo haben wir es denn? Change in Percentage über 2%. So, lange Rede, kurzer Sinn. Also, das macht Facebook für heute zu einem potenziellen Long-Kandidaten. Und das meiner Einschätzung nach auch so lange, selbst wenn wir einen kurzen Flush zur Eröffnung zu sehen bekommen, dann wird es interessant. Das wird der 3,27er Bereich. Das ist hier der sehr volumengewichtete Durchschnittspreis für die letzten 2 Handelstage, den ich als Orientierung heranziehen würde. Das ist diese Region hier ungefähr. Das ist auch ungefähr der Bereich um die Hochs, die ausgebildet worden sind, bevor es dann in den Close auf neue Tageshochs ging. Also 3,27 ist da so eine potenzielle Region,
die bei einem Flush auf der Unterseite relevant wird, sollten wir tatsächlich gar nicht so einen Flush zu sehen bekommen, sondern schon bereits gegen 3,31, 3,32 hier, das sind diese nachbörslichen Niveaus gestern, sollten wir gegen die schon bereits Nachfrage sehen, könnte das ein Ausgangspunkt für eine entsprechende Rallye auf der Oberseite eben sein, die uns in Richtung 3,44 und höher führt. Und ja, das gilt nochmal, solange, meiner Einschätzung nach, solange wir oberhalb von 3,27 uns in Facebook halten können und ausgehend eben vom übergeordneten Gewicht, was Facebook hat, marktkapitalisierungstechnisch und in Ausblick auf die noch anstehenden Earnings, besonders im Hinblick auf Google beispielsweise, hier nach den Earnings von Snap, ist das vielleicht dann auch ein potenzieller Treiber, der uns eben dann auch übergeordnet im Nasdaq, Querstrich im S&P und somit dann auch im DAX eben weiter bullisch treiben könnte. Ja, also das im Hinblick hier auf Facebook. Wie gesagt, wir blicken einfach mal auf die vorbörsliche Action. Aktuell, wie gesagt, bereits sehen wir hier rund 42.000 Stücke gehandelt, beziehungsweise die updatet nicht automatisch. Wenn wir jetzt hier nochmal draufklicken, ja, sehen wir, das ist ganz, ganz dünn, wird aber dann ab 14 Uhr auf jeden Fall brisanter werden und durchaus ist durchaus von Interesse heute, eben durch die Earnings von gestern. Auch eine Aktie, die natürlich mega heiß sein wird heute, ist Tesla. Warum? Darum. Ja, schaut euch diesen Kursverlauf an. Ich mache mal hier mein Szenario mache ich mal raus. Ich finde es zutiefst bedauerlich, weil, erinnert euch dran, ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, also schon eigentlich vor ziemlich genau einer Woche, ne? Wir hatten am Mittwoch nachbörslich die Zahlen. Ich habe gesagt, vielleicht ein kurzes Gap auf neue Allzeithochs. Und dann ein Rollover mit entsprechend eben einem Test hoffentlich dieser Trendlinie, die sich hier rauskristallisiert hat, dass diese Region dann, ich hatte gesagt, 77 bis 87, vielleicht die 800er Region als runden Bereich ungefähr, der da interessant werden könnte. Erinnert euch auch dem Zusammenhang dran, wir hatten ja schon auch auf die Earnings, ich glaube letzte Woche, am Donnerstag glaube ich war es, hatten wir uns die Optionskette angeguckt gehabt und hatten da in dem Zusammenhang die Puts mit Strike 750 zum Thema gemacht. Also für den letzten Verfall, beziehungsweise auch diese Woche, den Verfall dann am Freitag, wo wir gesehen haben, dass die teilweise mit über 3 Dollar noch gepreist waren. Was bedeutet, dass ich im Grunde für das Verkaufen einer Option, weil die sich immer auf 100 Aktien bezieht, im Grunde genommen 300, 400 Dollar Prämie einkassiert hätte, die natürlich jetzt wertlos verfallen wird. Also das ist ein ziemlich passabler Trade an der Stelle gewesen. Nichtsdestotrotz kann man da immer noch so eine Grundbearishness eben tatsächlich erkennen. So hatten wir das da zum Thema gemacht. Ja, und gestern kamen dann eben nicht nur diverse Upgrades, dann diverser Tier 1 Investmentbanken, zum Beispiel Morgan Stanley, sondern es kam zudem noch eine andere News, die über den Ticker lief. Ich mache das mal ganz kurz hier auf. Ich habe das allerdings nur so beiläufig mit einfließen lassen. Also, mir ist dann allerdings später, ist mir dann klar geworden, dass das eventuell doch ziemlich brisant sein könnte. Und zwar lief auch über den Ticker, dass der Autovermieter Hertz 100.000 Tesla für seine Flotte gekauft hat. So, jetzt wird man sagen, das ist ein Gegenwert, ein Auftragsvolumen, glaube ich, von etwa 4 Milliarden an der Stelle. Was mich überrascht ist, ehrlich gesagt, dass Hertz ja letztes Jahr noch kurz vorm Bankrott stand und auch ein ziemlich gehypter Stock war, also eine ziemlich gehypte Aktie, die auf reiner Spekulation eben einer Übernahme oder was auch immer basierend eben lief. Und lief gestern jetzt eben diese News über den Ticker. Das wird natürlich jetzt in Kausalzusammenhang gebracht. Ich wäre da ein bisschen vorsichtig, ob ich das jetzt basierend darauf sehe. Aber wie gesagt, wenn man es ein bisschen weiter denkt, dann ist das natürlich ein Gedanke, der relativ gut sich in das einfügt, was ich für Tesla auch schon seit geraumer Zeit skizziert habe. Nämlich, man hatte ja gesagt, dass man eigentlich Konkurrenz, das Geschäft belebt, beziehungsweise dass Konkurrenz vielleicht sogar von Tesla sehr wohlwollend aufgenommen wird. Das gab ja durchaus dann Gedanken, die auch nachvollziehbar sind, dass man sagt, wenn zum Beispiel Volkswagen, wenn zum Beispiel BMW, Daimler, beispielsweise auch die US-Konkurrenten Ford oder GM oder dergleichen in diesen Bereich eindringen, hier in den Electric-Vehicle-Bereich, Elektromobilität, dass das natürlich Tesla potenziell Marktanteile abjagen könnte. Das, was eben in dem Zusammenhang aber so ein bisschen hinten runtergefallen ist und was aber dennoch ein legitimer Gedanke sein dürfte, ist, dass eventuell hier Kunden, die dann eben ein anderes Elektromobil als Tesla eben als Grundlage für ihren Einstieg in Elektromobilität vielleicht nutzen, vielleicht enttäuscht sind. Und infolgedessen dann zur Mutter der Elektromobilität im Grunde genommen wechseln, sich dann einfach mal einen Tesla früher oder später kaufen, nachdem sie vielleicht enttäuscht sind von der einen oder anderen Technologie oder der einen oder anderen Kinderkrankheit, die da auftritt, wie auch immer geartet die ausfallen mag. Und dann von Tesla eben, weil die natürlich wesentlich etablierter im Markt sind, das entsprechend eben dann
als qualitativ wesentlich hochwertiger erfahren. So möchte ich das mal nennen. Und das natürlich jetzt hier durch den Autovermieter in dem Fall nochmal beschleunigt werden könnte. Wenn ich nämlich jetzt mir beispielsweise über Herz einen Tesla leihe und dann von der Technik als solcher, Software und so weiter, alles was darüber hinausgeht, eben begeistert bin, könnte mich das sofort initial zu einem Tesla-Kunden werden lassen. Das in Verbindung mit den jetzt angelaufenen Gigafactories hier in Berlin oder beispielsweise auch in Austin in Texas, das in Kombination ist durchaus in der Lage, diese Kursentwicklung, die wir gestern hier zu sehen bekommen haben, eben entsprechend zu erklären. Und jetzt kommen dann nämlich noch andere Aspekte zum Tragen, die man nicht unterschätzen sollte. Was ich nämlich jetzt hier innerhalb der Markets X-Plattform, das hatte ich ja gestern schon gezeigt, habe, echt cool finde, ist diese Möglichkeit, sich einmal nicht nur dieses durchschnittliche Kursziel anzuschauen, was hier von den Analysten bei 780 Dollar pro Aktie gesehen wird, sondern sich dann eben auch entsprechend hier dieses detaillierte Analysten-Sheet eben anzuschauen, mit diversen darüber hinausgehenden Informationen, wo wir dann auch nochmal dieses Price-Target eben hier ausgegeben sehen, der Mean, also der Durchschnitt, der liegt hier bei 740 US-Dollar eben tatsächlich. Dass wir jetzt hier in der Plattform schon bei 780 laufen, das resultiert aus dem Umstand, dass eben schon erste Anpassungen hier der Guidance, oder nicht der Guidance, sondern der Analystenziele vorgenommen wurde. Und das ist brisant, weil wir müssen uns immer vor Augen führen, dass Portfolio-Manager ausgehend von solchen Analysteneinschätzungen natürlich ihre Portfolios neu ausrichten und in dem Zusammenhang dann entsprechend bei einer jeweiligen Untergewichtung, die tatsächlich ausmachbar ist im Hinblick auf die Positionierung in Tesla, dann jetzt in dieses Momentum, was hier aufgenommen worden ist, sich eventuell gezwungen sehen, eher früher als später aktiv zu werden und es dann nicht zu der scharfen Korrekturbewegung kommt, die ich mir zwar wünschen würde, aber dieser Pull-in eben nur marginal, wenn überhaupt ausfällt, es tatsächlich eher zu einer horizontalen, also zu einer Konsolidierung seitwärts kommt, die dadurch begünstigt wird, dass man einfach gegen einen bestimmten Bereich seitens dieser dann Portfolio-Manager entsprechend Positionen in Tesla-Aktien aufbaut. Also das bedeutet anders formuliert, ich sehe zwar derzeit hier nach oben das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt zunehmend unattraktiv und vielleicht kurzfristig sehen wir auch eine schärfere Korrektur. Das könnten wir dann zum Beispiel daran ausmachen, dass wir sagen, wer das Short handeln wollte, man sollte das allerdings sehr, sehr aggressiv vielleicht auch managen und auch genauestens beobachten, weil das kann auch relativ zügig in Anführungsstrichen in die Hose gehen. Aber ich würde mich orientieren hier an dieser kurzfristigen Aufwärtstrendlinie und würde sagen, also verlaufend ungefähr um 1000 15 Dollar wahrscheinlich. Das wäre so ein Bereich. Sollten wir da drunter droppen und uns unterhalb halten und somit dann auch diese Aufwärtstrendlinie brechen, dann könnte das dazu führen, dass wir ein tieferes Hoch beginnen, hier kurzfristig zu markieren und dass sich dann eine kurze Korrekturbewegung leicht unter 1000 Dollar erstmal anschließt. Das kann sich natürlich beschleunigen, je nachdem, ob dann auch der übergeordnete Markt unter Druck gerät, wovon aber derzeit ausgehend von den initialen Ausführungen nicht unbedingt davon auszugehen wäre. Und dann wäre denkbar, dass wir aus diesen Gefilden bis in Bereiche vielleicht um 990 zunächst einmal korrigieren. Vielleicht dann auch früher oder später noch einen etwas tieferen Drop sehen, in Richtung der 975er-Gefilde eben korrigieren. Aber unterm Strich ist erstmal das Korrekturpotenzial hier in der Tesla-Aktie beschränkt. Auch wenn das massiv überdehnt aussieht, aber nichtsdestotrotz wäre ich da sehr, sehr vorsichtig, eben jetzt auf eine tiefe Korrektur, auf einen tiefen Pull-in zu spekulieren. Kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dieser Break, der da jetzt gestern stattgefunden hat, und wir müssen es auch vielleicht mal vom Volumen her. Moment. Kurz beleuchten. Tesla. La. So. Da sind gestern 62 Millionen, fast 63 Millionen Stücke umgegangen. Bei einem durchschnittlichen Volumen von leicht etwas unter 20 Millionen. Also das Dreifache des durchschnittlichen Volumens. Also das war durchaus ein klassischer Volumenausbruch. Und der stellt dann schon so ein bisschen jetzt in Frage, ob ausgehend von dieser verstärkten Nachfrage und diesen potenziellen jetzt folgenden Upgrades und der Untergewichtung in den Portfolios von diversen Portfolio-Managern, ETFs und dergleichen, ob man dann in dieser Konstellation wirklich davon ausgehen sollte, dass es zu einer tiefen Korrektur kommt. Falls ja, falls wir mal einen schärferen Flush sehen, dann wird das nicht in einem Zug stattfinden, aber als Orientierung könnten wir uns dann auf dieses jetzt aufgetane Gap natürlich orientieren. Potenzieller Gap Close. Das heißt also Region um 900 wäre jetzt dann vielleicht nochmal so eine Region, gegen die man sich vielleicht long positionieren könnte. Traum wäre, wie gesagt, und da will ich auch kein Hehl draus machen, Traum wäre sicherlich, wenn wir eine recht tiefe Korrektur zu sehen bekommen, aber die bedarf, und das hatte ich letzte Woche schon gesagt und das bestätige ich jetzt auch nochmal an der Stelle, die
bedarf einfach eines übergeordnet korrektiven Marktumfelds und das haben wir einfach nicht. Also die Vorgaben für Equities sind weiterhin ganz klar long und eventuell ist das höchste der Gefühle, was wir hier als Korrektur zu sehen bekämen, nochmal ein Gap-Close oder ein versuchter Gap-Close wenigstens. Also dann auch aus dem versuchten Gap-Close ließen sich Rückschlüsse ziehen. Wir könnten sagen, nun ja, das deutet darauf hin, dass hier offensichtlich dieser Volumen-Breakout auf neue Allzeithochs gekommen ist, um zu bleiben, dass da wirklich fortwährend Nachfrage reinkommt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das wäre dann natürlich ein Bereich, da würde man sich schon sicherlich ärgern. Ja, ich würde mich sicherlich ärgern, weil ich hätte den Kurs gerne 100, 150 Dollar tiefer und hätte dann hier gerne nochmal Aktien aufgeladen. Aber nichtsdestotrotz ist selbst aus diesen Gefilden hier vielleicht noch mit Aufschlägen in der Größenordnung von 50-60% in den nächsten, also Kursaufschlägen, zu rechnen. Infolge eben dann anzuwiesenden Kursziels im Bereich um 1.500 US-Dollar pro Aktie. Und übrigens, ganz kurz, um das mal einzuordnen, wir hatten im August 2000 und also August, September 2020 war es, hatten wir einen Split von 5 zu 1. Also nur um das mal einzuordnen, Kursnotierung, wo wir jetzt sind, sind vor dem Split 5.000 US-Dollar die Aktie. Also das ist ein mega starker Lauf, der auch nicht mehr nur ausgehend von irgendeinem Hype oder einem rund um die Aktie eben erklärt werden kann, sondern mit Sicherheit auch dieses grundsätzlich unglaublich starke, diesen unglaublich starken Wachstumsausblick widerspiegelt, der sich dort eben herauskristallisiert durch eben diese aktuelle Entwicklung, die wir im Elektromobilitätsbereich oder ganz übergeordnet im Bereich regenerativen Energien einfach zu sehen bekommen. So, das also zu Tesla. DAX, S&P, Devisen können wir außen vor lassen, nicht wirklich spektakulär. Das ist ein ziemliches Trauerspiel, was wir hier zu sehen bekommen, weiterhin volatilitätstechnisch. Das Spannende, besonders im Bereich eben Majors-US-Dollar, ist mit Sicherheit dann weiter einen Blick zu werfen auf Gold und die jüngsten Entwicklungen, die dort stattfinden. Rein technisch ist natürlich klar erkennbar hier, dass wir gegen die 1660-1670er Region ein klares potenzielles Triple-Top ausgebildet haben. Das bestätigt wird durch den Drop zurück unter 1620, wo man aber auch schon erkennen kann, das sind 40 Pips, also das ist keine riesengroße Bewegung. Konsolidierung jetzt unterhalb, und das ist hier oben rechts, ist das ein Stundenchart, also das heißt, da sind wir jetzt auch schon mehrere Stunden, die unterhalb dieses Niveaus wir konsolidieren, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es da eher früher als später nochmal zu einem Break unter das 1.16er Level und dann vielleicht sogar einem Anlaufen der 1.15er Region eben kommt. Also Euro zum US-Dollar möchte ich ungerne aktuell long sein, sehe da eher den US-Dollar derzeit begünstigt und somit auch das Intakthalten dieser Struktur hier, die sich herauskristallisiert hat, dieser fallenden Sequenz mit weiterem Abschlagspotenzial mindestens bis in Gefilde um 1,14, eher noch tiefer sogar. Trotz dessen, dass ich den US-Dollar allerdings in diesem Kontext eher stark sehe, muss ich sagen, gefällt mir Gold wiederum, als eigentlich negativ zum US-Dollar korreliert, gefällt mir Gold von der Long-Seite weiterhin verhältnismäßig gut. Wir sind jetzt zwar gestern noch nicht auf höhere Hochs gebrochen, also konnten die freitäglichen Hochs hier noch nicht rausnehmen, aber wir halten uns oberhalb von 1800 und das schon seit geraumer Zeit. Wir können jetzt hier auch hier mal eine Aufwärtssequenz deutlich erkennen, glaube ich. Und die aktuelle Region, in die wir jetzt hier uns bewegen, bietet sich vielleicht auch an für einen Long Trade, wo wir vielleicht mit einem Stop arbeiten würden, unterhalb hier dieser Trendlinie, vielleicht sogar 97, vielleicht 785, wäre schon relativ weit fast. Aber diesen Bereich, also diese ehemaligen Hochs hier vom 14. Oktober, also Donnerstag von vor zwei Wochen, also übermorgen vor zwei Wochen, vielleicht ein potenzieller Bereich, gegen den man einen Long überlegen könnte, mit dem Ziel, dass es da zu einem Break der 8,14 kommt. Also demnach diese Hochs hier von letzter Woche Freitag, bevor es dann zu diesem Flashout auf der Unterseite eben kam, dass wir diese Niveaus rausnehmen können, antizipierend eben gegen diesen Bereich ins Long positionieren, mit dem Ziel, dass es erstmal zu einem Test dieser übergeordneten Region eben hier um 1830, 835 US-Dollar pro Feinunze kommt. Was dem natürlich entgegenspricht, ist dieses skizzierte bullische Bild für den US-Dollar,
Muss dann allerdings auf der Kehrseite sagen, ich weiß gar nicht mal so sehr, ob ich das aus US-Dollar-Stärke-Perspektive argumentieren würde im Hinblick auf Euro-US-Dollar oder eher ausgehend von Euro-Schwäche, die sich eben herauskristallisiert und dann auch zu erwartender, vielleicht auch geldpolitischer Interventionen, um beispielsweise die Engpässe am Energiemarkt eben in den Griff zu bekommen. Beispielsweise, also die Engpässe in Anführungsstrichen in den Griff bekommen, beziehungsweise in dieser Konstellation die Preisaufschläge für Energie, beziehungsweise also für fossile Brennstoffe an der Stelle, wie beispielsweise Öl oder dergleichen, um diesen Energieengpass eben zu kompensieren, dass man versucht, das über eine Abwertung der Währung irgendwie versucht auszubalancieren. Das wäre eine Idee in dieser Konstellation, die den Euro eher unter Druck bringt, den US-Dollar treiben würde, aber weniger, weil der US-Dollar stark ist, sondern weil der Euro schwach ist. Und das wiederum würde dann nicht dem widersprüchlich gegenüberstehen, hier dann auch ein bullisches Bild für Gold zu skizzieren, was ja eigentlich in einem Umfeld, wo der US-Dollar positiv performt, jetzt nicht unbedingt erwartet würde. Ja, also das im Hinblick hier auf am Gold, also Long gegen die aktuelle Region, 1800, 802, so Pi mal Daumen. Und dann eben Break über die freitäglichen Hochs, sofern das auf den Weg gebracht wird. Fundamental oder beziehungsweise global makroökonomisch, Wirtschaftszahlen, kalendertechnisch sind wir sehr dünn. Also das heißt, aus der Perspektive sollten wir, haben wir wenig Hoffnung auf einfach Impulse. Wir haben da heute ein paar Häusermarktdaten, S&P Case Shiller zum Beispiel oder auch die New Housing Starts, glaube ich, heißen die Zahlen. Also grundsätzlich Zahlen, wie vielleicht erweitert, im erweiterten Spektrum irgendwie eine Spekulation anziehender Inflation nach sich ziehen könnte, sollten die Preise Aufschläge sehen oder. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr wohlwollend interpretiert. Also ich glaube, diese Zahlen, die kann man, die 15 und 16 Uhr unserer Zeit heute veröffentlicht werden, kann man eigentlich getrost hin wahrscheinlich ignorieren sogar. Und wenn es hier zur Entwicklung kommt im Edelmetallbereich oder generell im Devisenbereich, ich glaube, dann sprechen wir an der Stelle besonders von technischen Reaktionen. Im Hinblick hier auf Silber könnte man natürlich zum Schluss kommen. Ich habe meine Position weiterhin. Also der Stop der Position, die ich halte, weiterhin, der liegt hier. Ich nehme diese aktuelle Entwicklung aber mit viel, viel Wohlwollen wahr, weil das erstmal ein Abbau ist einer sich hier vielleicht auch sehr extensiert darstellenden Struktur. Wir haben im Tief wurden wir gehandelt bei unter 22 Dollar, haben also hier ausgehend von den Tiefs, die wir noch vor rund 3, 3,5 Wochen ausgebildet haben, zwischenzeitlich jetzt Aufschläge gesehen von mehr als 20%, na, nicht ganz, ne, rund 20%. Also das bedeutet an der Stelle 3 Dollar gegen diese Tiefs aufgewertet. Jetzt, weil es ein verhältnismäßig kurzes Zeitfenster ist, bekommen wir einen Pull-in zu sehen, der uns nochmal potenziell führt in Richtung dieser Trendlinie, wenn die verteidigt werden kann. Das wäre dann auch knapp ein Halten oberhalb der 24er-Marke und somit meinen Stop nicht wirklich irgendwie attackierend oder dergleichen. Wenn wir diesen Bereich halten können, gegen den wieder aufdrehen, dann ist weiterhin die Zielregion auf der Oberseite um 25, 50, 26 Dollar aktiv. Sollten wir diesen Bereich brechen und hier ausflaschen, ich ausgestoppt werden, dann würde ich sowieso nicht mehr long sein wollen, zumindest aktuell jedenfalls nicht, weil einfach dann dieser grundsätzlich bullische Modus eben und diese Aufwärtssequenz, die sich hier herauskristallisiert hat, herausetabliert hat, eben gebrochen würde. Und demnach wäre das für mich fein. Also das wäre nicht wirklich dramatisch an dieser Stelle. Ja, schauen wir einfach mal. Also ich habe gerade ein Bild skizziert für Gold. Davon sollte im Großen und Ganzen eigentlich dann theoretisch auch Silber profitieren. Und ja, jetzt schauen wir einfach, was der Markt uns bringt. Also mehr bleibt da nicht wirklich zu sagen, außer schauen wir mal. Ähnliches Bild haben wir in Bitcoin, beziehungsweise, da sind wir eigentlich schon fertig mit diesem Bild. Wo haben wir es denn? Bitcoin. Was ich meine ist, Moment, na, die Linie da unten lassen wir mal. So, wir hatten ja eine sehr, sehr bullische Vorstellung, die sich hier herauskristallisiert hat. Zweckentfremden mal ganz kurz diese Linie. So. Und die ist gebrochen worden. Und damit auch diese Aufwärtssequenz ist gebrochen worden. Kann man hier erkennen. Und dann hat sich hier ein Bereich herauskristallisiert, der jetzt ganz interessant ist, gegen den wir potenziell einen Trade absetzen könnten. Und zwar geht meine Idee dahin, dass ich sage,
So. Diese aktuelle Region hier um rund 62.000, den wir die jetzt schon potenziell aufgesetzt haben. Also mal gucken, kann man das hier erkennen? Ja, das ist dieser Bereich hier unten. Das ist oben im 5-Minuten-Chart. Und diese Sequenz ist auch schon bereits gebrochen worden. Also man kann das hier erkennen. Ne? Wir hatten eine leichte Abwärtstendenz und die ist jetzt gerade eben durch diese Gegenbewegung hier ist die gebrochen worden. Dieser Bereich jetzt um vielleicht 62,5 ein bisschen höher, beziehungsweise diese 62er-Region ausgehend von dem Umstand, dass wir hier einiges an Price Action drumherum zu sehen bekommen haben, beziehungsweise hier den Bereich bei einem Bounce zunächst als Support akzeptiert, bevor er dann gebrochen wurde, sorgt dafür, dass ich sage, in diesen Gefilden jetzt könnte ich mir durchaus vorstellen, mich nochmal long zu positionieren, in Erwartung, dass es zu einem zeitnahen Bruch über die 63.000er Marke kommt. Und dann darüber hinausgehend, also wenn jetzt hier ganz besonders der 63.5er, 63.7er Bereich dort, diese Hochs, die sich dort herauskristallisiert haben, gebrochen würden, dass dann weiteres Momentum auch mal auf den Weg gebracht wird, was uns in Richtung 67.000 führen könnte. Also das bedeutet, die aktuelle Region, die ist deswegen interessant, weil sie eben aus rein technischer Perspektive eine Rolle spielt und wir haben eben auch ein relativ klares Level, gegen das wir hier riskieren würden wieder. Wir hätten einen Bereich um ungefähr 60.000, Pi mal Daumen, wo wir einfach sagen könnten, wenn der gebrochen würde, dann würden wir auch hier eine Sequenz mit fallenden Hochs eben ausbilden. Wir würden hier scheitern offensichtlich an der 63.700, 63 600, 700er Region. Wir würden also eine Sequenz, ich zeichne das mal kurz ein. Moment, machen wir es so. Also, wir würden dann in der Konstellation hier sehen, wir würden tiefere Hochs bilden. Also, wenn dieser Bereich hier gebrochen würde, das wäre also ein ganz klarer Bereich, wo wir wissen, der Trade ist falsch. Und wir können eben hier erkennen, auch hier dann das Scheitern in diesem Bereich. Wir können dann einfach erkennen, es soll einfach derzeit auf der Oberseite nicht sein. Also das heißt, eine tiefere Korrektur beginnt sich hier herauszukristallisieren. Wenn auf der Kehrseite dieser Bereich allerdings gehalten werden kann und wir dieses Level hier rausnehmen, also das heißt, diese ehemalige Widerstandsregion jetzt dann zu einer potenziellen neuen Unterstützung wird, würde auch dieser Ausblick für fallende Hochs und fallende Tiefs natürlich auf den Kopf gestellt werden und folglich wäre dann infolgedessen ein Lauf zurück in Richtung der Allzeithochregion um 67.000 zu erwarten. Und deswegen finde ich einen Long gegen diesen Bereich einfach aus rein spekulativer Perspektive sehr, sehr interessant, weil ich ein klares Level habe, gegen das ich riskieren kann. Also hier, das ist der 60er Bereich, 60k. Und würde dann einfach in der Konstellation sagen, jetzt schauen wir einfach, ob wir wieder aufdrehen gegen den Bereich, ob es uns doch gelingt, hier zum Beispiel die 64 rauszunehmen. Auch hier gibt es ja dann eine schöne Möglichkeit zu sagen, wir sehen ja dann, ob wir brechen oder nicht. Also sprich, wir laufen diesen Bereich eventuell an, haben unser Risiko dann nahezu verdient eigentlich auf den Trade, würden also an dieser Stelle legitim unseren Stop schon nachziehen auf Break-Even und würden in einem Free-Roll sitzen und würden einfach sagen, ja, jetzt schauen wir einfach, ob diese Region hier um 64 rausgenommen werden kann oder nicht. Wenn wir scheitern, könnte man darüber nachdenken, kleine Teilgewinne auf den Weg zu bringen, wenigstens einen kleinen Gewinn für den Trade zu realisieren, sofern er eben sich so darstellt, der Kursverlauf. Oder aber den Rest einfach auf Break-Even stehen zu lassen und zu sagen, naja, vielleicht ist das ein bisschen erratisches Geplänkel und früher oder später erfolgt der Bruch eben tatsächlich noch. Ich würde zur ersten Tendenz tendieren, also wo ich erstmal ein kleines Stückchen hier rausnehme, könnte nämlich dann auf solch einen Bruch und ein Halten dann dieser Ausbruchregion nochmal hinzuaddieren tatsächlich. Und hätte dann auch schon klar seitens des Marktes das Feedback, dass der Trade sich zu meinen Gunsten eben entwickelt. Aber das ist eben eine durchaus interessante Konstellation, weil sie einfach die Möglichkeit bietet, einen Gameplan zu skizzieren, der mir ganz klar sagt, wenn das passiert, dann das, wenn das passiert, dann das. Und ausgehend davon eben dann nachvollziehbare Handelsentscheidungen zu treffen, die den gesamten Handel in diesem Bereich eben beruhigen. Also das heißt, mich einfach sehr, sehr souverän mit solch einem Setup eben umgehen lassen würden. Also wie gesagt, 62, 62,3, 62,4 jetzt diese Region für Long interessant. Dann haben wir einen klaren Bereich, wenn wir wirklich aufdrehen gegen die 64, dann werden wir sehen, Bruch oder nicht, Make or Break. Wenn er nicht bricht, dann haben wir aber dennoch einen legitimen Grund, hier unseren Stop zumindest auf das Einstiegsniveau nachzuziehen, auf Break-Even, das Risiko aus dem Trade rauszunehmen, beziehungsweise einen kleinen Teilgewinn auf den Weg zu bringen und dann einfach zu schauen, ob der Stop geholt wird oder eben nicht geholt wird. Sollte er geholt werden, ist die Wahrscheinlichkeit wiederum, also der Stop geholt werden an der Stelle, den ich auf Break-Even nachgezogen habe, sollten wir die 62 droppen, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass es Zeit einer Attacke auf die 60 gibt und auch einen Bruch tiefer. Dann eben entsprechend, was dann wiederum das übergeordnete Bild natürlich von Interesse werden lässt. Und dann ist denkbar, dass wir sogar eine tiefere Korrektur bis in Gefilde um 55.000, vielleicht sogar die übergeordnete Trendlinie hier bis in die 50.000er Gefilde eben zu sehen bekommen.
so viel oder so das zu Bitcoin an der Stelle und der aktuellen Konstellation, wie sie sich darstellt. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz einmal in die Chatbox. Ja, ein Blick auf WTI ist noch gewünscht. Das kriegen wir hin. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob ich WTI hier eigentlich offen habe, wo ich doch mal von ausgehe. Er ging davon aus und stellte fest, es ist nicht so. Also hier ist der Continuous Contract. So, wir hatten ja schon ein insgesamt sehr, sehr bullisches Bild skizziert gehabt. Aber das ist interessant. Jetzt sieht es so leicht toppisch aus, glaube ich. Ich glaube, das kann man hier relativ gut erkennen. Passen noch mal ein bisschen diesen Aufwärtstrendkanal hier an. So. Ja, ich glaube, das passt, glaube ich. Also auch diese Region hier um jetzt 82,50 Pi mal Daumen. Ganz interessant. Vielleicht ein leichtes tieferen Bereich um 82,20, vielleicht 82,40. Also das ist natürlich jetzt abhängig. Das muss jeder für seine WTI-Indikation anpassen. Also Continuous Contract hier an der Stelle, wenn der Preis sich jetzt unterscheidet von eurem WTI-Preis, den ihr euch anschaut in eurem Chart, dann hat das damit zu tun, dass hier eventuell beziehungsweise zwei unterschiedliche eurerseits, beziehungsweise hier seitens Markets eben zwei unterschiedliche Kontrakte herangezogen werden, die es dann möglich machen, also zukünftige Kontrakte, die es dann möglich machen, hier einen fortlaufenden Handel zu gewährleisten, der nicht einem Verfall unterliegt, weil die ja monatlich verfallen, die WTI-Kontrakte. Das vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Also, wenn man allerdings dann, wie gesagt, diese Region jetzt hier heranzieht, 82,50 ungefähr, wir sehen auch übergeordnet, nicht auf 5-Minuten-Basis, wir haben jetzt da gerade einen potenziell wichtigen Supportbereich gebrochen, das ist nämlich die Region die gestrigen Tagestiefs, ungefähr um 83, das ist eigentlich ein bärisches Signal. Jetzt kommt übergeordnet eben dieser Bereich ins Spiel, 82,50, vielleicht ein Stück weit tiefer, 82,30. Wobei ich weiterhin sagen würde, solange wir auch diese Trendlinie hier halten können, also das heißt diese Pinkfarben, die ich jetzt eingezeichnet habe, also rund gesprochen oberhalb von 82 uns halten, ist der Modus eigentlich eher weiter long und wir sollten davon ausgehen, dass wir uns eher früher als später in Richtung der oberen Aufwärtstrendkanalbegrenzung hier bewegen würden, also diese Region eben hier bewegen, die verläuft so roundabout um ja, 85. Nochmal im Bereich der Hochs, eventuell nochmal ein Stück weit höher, 85, 50, vielleicht 86 an dieser Stelle. Müsste man wahrscheinlich schauen, ob man ein solides CRV bekommt. Aktuell kurzfristig 82, 50 der Bereich. Vielleicht ein Stück weit tiefer, 82, 30 von Relevanz. Wenn wir den halten und wieder aufdrehen gegen den Bereich, dann erstes Ziel um 85 an der Stelle. Stop-Läge. Wahrscheinlich knapp unterhalb der 82. Also wenn wir unter diese Trendlinie hier brechen würden, deutlicher, dann würde sich auch zeigen, dann hieße das nicht, dass wir jetzt eine tiefe Korrektur uns bevorstehen sehen, aber es hieße zumindest mal, dass diese kurzfristig sich ganz klar herauskristallisierte Aufwärtsstruktur zumindest einmal zum Erliegen käme, beziehungsweise der Markt eben anfangen würde, so ein bisschen erstmal eventuell in einen Seitwärtsmodus zu übergehen und dann früher oder später den nächsten Impuls eben auf der Oberseite eben auf den Weg bringt. Ja. Soweit wäre es das für heute tatsächlich dann erst einmal gewesen. Dann blicken wir mal heute Nachmittag mit Spannung auf die US-Märkte und wie sie sich präsentieren. Wie gesagt, Facebook nach den Earnings gestern, Tesla nach diesem aberwitzigen Lauf. Mal schauen, ob wir unter 1000 zurückdroppen oder ob wir auf hohem Niveau auskonsolidieren. Mittlerweile muss ich ganz ehrlich gestehen, ist da wahrscheinlich eher der Wunsch, eher Vater des Gedanken, nochmal so eine tiefere Korrektur zu sehen, zu bekommen. Was Tesla jetzt jüngst zeigt, hat mit sicherlich auch FOMO-Chasing-Charakter, also das heißt die Angst, etwas zu verpassen, FOMO, Fear of Missing Out. Nichtsdestotrotz, es wird eben auch gerechtfertigt durch diese sehr, sehr bullische Growth Guidance und sollte sich das übergeordnete Bild, wie gerade skizziert, und wie gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht zwangsläufig, aber sie reimt sich eventuell, sollten wir einen solchen Kursverlauf hier zu sehen bekommen, muss ich ganz ehrlich gestehen, dann wäre Tesla einer der Kandidaten, bei denen ich noch das massivste Aufwärtspotenzial eben erwarten dürfte. Tatsächlich ausgehend auch von dem jüngsten dann wiederum Kapitalzufluss, den es eben sieht, auch aus dem Privatanlegerbereich, große ETFs beispielsweise, der ARK Innovation von Katie Wood beispielsweise und dergleichen, die sich dort eben tummeln, infolgedessen auch eine große Publicity zum Tragen käme. Also das ist durchaus etwas, das sollte man nicht unterschätzen an dieser Stelle. So ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich will jetzt hier nicht irgendwie das mega bullische Equities-Bild an die Wand skizzieren, aber
mehr und mehr etabliert sich auch bei mir der Gedanke, dass man eventuell sich größtenteils durch eben vielleicht persönliche Umstände, nachvollziehbarerweise im aktuellen Umfeld, den politischen Druck, der aufgebaut wird, diese Verworrenheit der Kommunikation, die dort stattfindet, wahrscheinlich auch der kritischen Diskurse, die man dann in seinem privaten Umfeld eben führen wird, wo der eine oder andere überhaupt gar nicht die Skepsis nachvollziehen kann, Streitgespräche entstehen, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, und das grundsätzlich auf die Gemütslage durchschlägt, dass das eventuell losgelöst ist von dem, was wir im Markt wirklich präsentiert sehen, dass man vielleicht ausgehend von dieser bedrückten Gemütslage Rückschlüsse zieht, dass es auch früher oder später dann sich an den Finanzmärkten widerspiegelt und das ganz komplette Gegenteil eben da der Fall ist. Dass wir aber bewusst nach eben bestätigen, unsere belastende Gemütslage eben Gegebenheit an den Finanzmärkten suchen, sogenannte Confirmation Bias, so bezeichnet man das dann. Also dass wir bewusst eben nach unsere Einschätzung bestätigenden Fakten eben Ausschau halten. Und dieser Bias, der sollte dann so ein bisschen im Hinterkopf bleiben. Wie gesagt, wenn wir solch einen Kursverlauf hier in Equities zu sehen bekommen, sollte es so kommen, dann wäre dann sicherlich Tesla an erster Stelle vielleicht sogar ein Titel, der da zu nennen wäre. Aber das ist erstmal Zukunftsmusik. Wir hören uns morgen wieder, 10:30 Uhr zum Morning Meeting gemeinsam mit Markets. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal und ich wünsche euch Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Morgen 10:30 Uhr hören wir uns wieder. Ich freue mich. Bis dann und tschüss.